Die Toten Hosen, die Ärzte, Sex Pistols, Ramones, Georg Schramm, Roger Willemsen, Leningrad Cowboys, Extra Bright und viele, viele mehr. Mein Kanal heißt Curious and Old, was auf Deutsch neugierig und alt bedeutet. Die Neugierde in meinen Videos überwog bisher. Doch heute hilft mein Alter, denn ich habe für euch einen Rückblick auf 30 Jahre Deutschrock, Konzerte, Musicals und Satire. Vielleicht hast du die Künstler auf der gleichen Tour gesehen oder warst sogar am gleichen Ort zur gleichen Zeit. Dann hinterlass doch einen Kommentar. Ich würde mich sehr freuen. Los geht's mit unserer Zeitreise. Im Jahr 1989, am 20. Mai, rockte das Open-Air-Festival in Konstanz am Bodensee. The Cure, The Mission, The Sugarcubes mit Frontfrau Björk und die Toten Hosen natürlich, was für mich damals der Hauptgrund für das Konzert war. Direkt am Bodensee konnte man ins Kühle nachspringen, was auch die Toten Hosen zwischen allen Fans tat. Am 18. August 1990 sah ich die Toten Hosen erneut, diesmal beim Open-Air-Festival in Emmendingen bei Freiburg, bei dem auch Abwärts und Rausch auftraten. Für nur 32 D-Mark oder 16 Euro heute konnte man damals nichts falsch machen. Das waren Zeiten, bei denen man mit einem Kanister voller Alkohol, wir hatten damals Korea dabei, ins Stadion durften. Das Publikum rockte zu Status Quo, Campino erkletterte wieder die Boxentürme und der Sänger von Faith No More, Mike Patton, sang teilweise ohne Mikro und viel von der Bühne. Die Jungs von Faith No More mischten sich vor ihrem Auftritt übrigens unter das Publikum und wurden nur von wenigen Fans damals erkannt. Im gleichen Jahr, am 18. September, spielten die Toten Hosen in der Ravensburger Oberschwabenhalle auf ihrer Kreuzzug ins Glück-Tour. In Tuttlingen im Süden Deutschlands gab es eine kleine Disco, das Akzente. Dort konnte man hautnah mit den Künstlern in kleinem Rahmen feiern. Am 3. Dezember 1991 kamen Extra Breit, welche ihrem Namen absolut gerecht wurden, in diesen Club. Die Kombo um den extra breiten Kai Hawaii brachte Stimmung in die Bude mit den Deutsche Wellen Kultklassikern wie Hurra, Hurra, die Schule brennt, Flieger, grüß mir die Sonne, Polizisten, Kleptomanie und ihrem neuesten Hit damals Joachim muss härter werden. Bei ausgelassener Stimmung konnte man mit den Jungs feiern und sie unterschrieben auch netter halber die Eintrittskarte. Am 14. Mai 1992 tanzten wir erneut zu den Toten Hosen auf ihrer Menschen-Tiere-Sensationstour, diesmal in der Freiburger Stadthalle. Ist das noch Punk? Nein, aber Kult. Am 11. Juli 92 sah ich Ray Charles in einer tollen Atmosphäre auf der beleuchteten größten Burgruine Deutschlands, dem Hohentwiel. Er sah mich leider nicht. Die Welle als Theaterstück ist ein Muss für Deutsche, welche aus der Geschichte lernen wollen. Das ist wirklich Punk. Am 6. Februar 93 hatte ich meine Oma auf eine Veranstaltung eingeladen. Ja, ich war auf dem Musikantenstadel mit Karl Moik und Patrick Linder und ich habe meiner Oma sogar einen Waschti-Stoffhund gekauft. Kurz darauf, am 3. Mai 93, wurde die Musik gleich viel besser. Erneut im Kuschlinger Akzente tanzten wir kräftig auf die abstürzenden Brieftauben. Eine Power-Kombo mit tollen Texten, erneut nahbaren Künstlern, Partymenschen und Autogrammgeber. Am 6. Dezember 93 ging ein Wunsch in Erfüllung. Nein, nicht Sisters of Mercy, sondern die Ramones lockten mich und einen Freund, welcher kürzlich verstorben ist, nach Böbling. Ich kannte alle Lieder, aber ich erkannte kein Lied. 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! Und dann begann eine Art Speed Metal, welche dem Album in nichts gleich kam. Ich schätze, es waren an die 40 Lieder in 60 Minuten. Jetzt kommt aber der absolute Kult. Leningrad Cowboys. Tolle Schuhe, tolle Frisur und die Bühne voller Musiker. Teilweise mit Fake-Holzgitarren und Instrumenten. Was für eine Show. Ich war begeistert und ich sah sie am 3.1. in Tuttlingen und am 13. Mai 94 gleich nochmals in Ravensburg. Übrigens, die Toten Hosen spielten gegen die Finnen ein Jahr darauf Eishockey. 8. bis 10. Juli Out in the Green, Wintertour. Es könnte ein ganzes Video füllen. Musikgenre querbeet. Peter Gabriel, die Hooters, die übrigens bei jedem Open Air waren. Chris Rea, Aerosmith, Whitesnake, Fish, Huey Lewis and the News. Tolles Abtanzen zu Clawfinger, Reggae-Gehüpfe zu Jimmy Cliff, Ohrstöpsel für die Kelly Family, Four Non Blondes, ZZ Top, Therapy, Blind Melons, Helmet und natürlich die Toten Hosen inklusive Boxenturmgekletterer. Sprach ich von Satire in der Einleitung? Das Ekelduo Till und Obel und Georg Schramm genoss ich in 1996, gefolgt von der ewig wert am längsten Tour der Toten Hosen erneut, welche inzwischen sogar die Stuttgarter Schleierhalle füllten.
Ich lebte zu der Zeit in Karlsruhe und arbeitete für einen Fernsehsender. Aus diesem Grund bezahlte ich auch Geld, um Kinowerbung im Kino zu sehen. Die Cannes-Rolle 1995. Ebenso in Karlsruhe besuchte mich mein Bruder und eine Horde an Kollegen am 11. Mai 1996. Die Toten Hosen spielten in der Europahalle, jedoch zuvor gingen wir auf das Fußballspiel zwischen KSC und St. Pauli. Ein Tote-Hosen-Konzert mit Hunderten von St. Pauli-Fans und eine lange Nacht in Karlsruhe mit den Seuchen ist ein Erlebnis, was lange in Erinnerung bleibt. Könnte man sich daran erinnern. 25. August 96, Sex Pistols, Goldfinger, Gravity Kills im Hollywood Palladium Sunset Boulevard. Auf der gleichen Seite wie das Billboard, das Roxy, in dem River Phoenix starb, gegenüber vom Viper Room, in dem Johnny Depp und Kate Moss anzutreffen waren, und neben dem Whiskey A Go-Go, dem Treffpunkt aller Heavy Metal Stars. Übrigens, wenn du auf Heavy Metal stehst, dann musst du meine englische YouTube-Folge über die Konzertreihe ansehen, um der es um Heavy Metal geht. Auf dem Sunset Strip war es nachts manchmal ratsam, die Straßenseite zu wechseln, wenn merkwürdige Gestalten auf einen zukamen. Nach 3 Stunden Pogo-Tanzen zu einem Sex Pistols war es jedoch diesmal die anderen Menschen, die auf die Gehwegseite wechselten, wenn ich entlang lief. 13. Juli 97, erneut Leningrad Cowboys. Doch was ist passiert? Aus der Party-Kombo wurde eine schlechte Heavy-Metal-Coverband. Waldbühne Berlin. Was für ein wunderbarer Ort. Am 24.07.99 fand dort Rocky Horror Picture Show statt. Filmverführung mit jeder Menge Statisten. Alle machten mit. Die Toastscheiben verdunkelten die Projektion, der Sekt sprühte und der Reis flog in Mengen. Immer wieder gerne Rocky Horror. Am 13.05.2000 war die Schleierhalle in Stuttgart ausverkauft. Die Toten Hosen spielten auf ihrer Unsterblich-Tour. Konnte ich mich für ein Jahrzehnt mit den Songtexten der Toten Hosen identifizieren? So war dies das Jahr, das ich Abschied nahm. Depressive Texte waren nie mein Ding. In 2001 zog ich nach London. Neben den tollen Clubs, in denen noch die alten englischen Punk-Legenden ab und zu auftraten, erweiterte ich meinen Kult- und Kulturhorizont. Musste ich davor noch nach Zürich wegen Cats, nach Toronto wegen Phantom of the Opera, Bochum zu Starlight Express und öfters nach Stuttgart für Tanz der Vampire, Die Schöne und das Biest, später We Will Rock You und Mamma Mia. So war in London ein Überangebot an Kultur- und Kulturveranstaltungen. Von Theaterstücken wie The Servant über Romeo and Juliet, performt bei der English National Ballet in der beeindruckenden Royal Albert Hall, bis hin zu Tap Dogs, zu Buddy, Notre Dame de Paris, geniale Blues Buzzers Party, es war einfach immer los. Mein persönliches Highlight, The Shock Horror Peter, also der Strubbel-Peter, als bizarres Musical aufgeführt von den Tiger Lilies. Das kann man nicht beschreiben. Die Tiger Lilies muss man erleben. Ich ging gleich zweimal zur Vorstellung. 27.04.2007, Lesung mit Max Gold. Ihr kennt Max Gold nicht, dann wird's aber Zeit. Geniale Geschichten erzählt in einem Stil, welcher meinen Gedankengängen entspricht und immer dort in einer Schleife endet, an der die Geschichte begann. Genial. Leider war die Person alles andere als beeindruckend. Mein Highlight in 2007 war das Theaterstück Caveman, welches ich im Schmitz-Tivoli-Theater in Hamburg genoss. Eine Parodie auf die Unterschiede der Geschlechter, wobei hier die Männer nicht gut wegkommen. Der lustigste und unterhaltsamste Monolog, eine Glanzleistung des Schauspielers Christian Baller. 2008 erneut Satire mit Matthias Deutschmann, Helmut Lösch, Georg Schramm und Till und Obel. 30. August 2008, Rock am See. Brachten mich die Toten Hosen im letzten Jahrhundert an dieses Open Air, so komme ich 20 Jahre später für die Ärzte, Bad Religion, Iggy Pop and the Stooges, Deichkind. Aus der Pogo-Generation kommend dachte ich, ich hätte schon einiges gesehen, aber die Wall of Death beim Ärztekonzert war doch etwas Neues für mich. Nostalgisch sah ich Nena am 18. April 2010. Es war einfach wunderbar. Ein intellektueller Stummelus bekam ich bei Roger Willensen in 2010. Kultig ist auch Dieter Thomas Kuhn. Wer viel Sonnenblumen sehen will, sollte auf ein Konzert gehen. 2019 war ich erneut in Hamburg und wollte eigentlich noch einmal Caveman sehen. Gab es aber nicht. So landete ich im Tivoli in der heißen Ecke. Und es war ein echtes Vergnügen. Am 20.07.2022 fuhr ich nach Locarno zum Moon and Stars Festival auf der Piazza Grande. Was für eine Location, wow! Hier sah ich die Toten Hosen das erste Mal nach über 22 Jahren wieder. Ich kannte kaum ein Lied. Jedoch gab es ein paar wenige Momente, wenn Campino sagte, das Lied kennt wahrscheinlich kaum einer von euch.
Und dann kam danach tatsächlich ein gutes, altes Hosenlied wie Verschwende deine Zeit, Halbstark oder Wünsch dir was. Das war mein Deutschrock, Punk, Musical, Satire und Kulturvideo. Wer es Rockige mag, für den mache ich ein Video über die großen Open Airs und Konzerten mit Bands wie Guns N' Roses, AC/DC, Metallica, Manowar, Ozzy Osbourne, Aerosmith, Mötley Crüe und vielen anderen. Walk on! Ich bleibe neugierig und ich finde es toll, im Alter auch mal auf die wilden Zeiten zurückblicken zu dürfen.